Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute habe ich für euch die perfekte Sommerrezeptidee. Ich weiß halt irgendwie einfach nicht, wie ich mit dem Video starten soll. Und also es handelt sich eigentlich in einem Rezept um ganz, ganz leckeres Ofenlachsfilet. Ja, so kann man sagen, Ofenlachsfilet. Auf einem Bett von ganz, ganz vielen leckeren kleinen Cocktailtomaten. Denn Cocktailtomaten passen perfekt in den Sommer. Jetzt ist auch gerade die Saison, wo man die ersten ernten kann. Und ich denke mal, die ein Gewächshaus haben, die ernten wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher als jetzt im Moment. Und es ist wirklich super lecker, ist eine super leckere Beilage. Ihr könnt dazu natürlich ganz leckere Ofenkartoffeln servieren, Stammkartoffeln. Oder ich benutze dieses Rezept auch oft als Base für leckere Lachsnudeln. Denn da bereite ich das Ganze genauso zu, bereite dann einfach koche Nudeln ab und mache eine leckere Sahnesoße. Und dann kippe ich quasi alles nur noch so zusammen, vermische alles und es ist wirklich ein super leckeres Gericht. Ich zeige euch heute aber nur die Base quasi, also nur den Lachs mit den Tomaten. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die ein paar wenigen Zutaten. Für unser heutiges Rezept benötigen wir einmal 2 Lachsfilets, dann in etwa 300 Gramm Cocktailtomaten oder Kirschtomaten, einfach so kleine, die euch am besten gefallen, in etwa 1 Esslöffel Thymian und 1 Teelöffel Oregano. Ihr könnt natürlich auch getrockneten benutzen, wenn man keinen frischen da hat. Außerdem benötigen wir noch ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Bevor wir mit dem Schneiden von den Tomatenhälften anfangen, sucht ihr euch jetzt erst einmal eine Form aus, die ihr benutzen wollt. Denn das Rezept könnt ihr von einer kleineren Menge bis zu einer größeren Menge einfach anpassen. Ihr könnt es in kleinen Förmchen zum Beispiel, in so einem kleinen Serviertöpfchen genauso auch anrichten. Einfach so ein Bett aus den Tomaten machen und jeweils so, dass ein Lachsfilet drauf passt. Ich habe mich heute für den runden Ofenmeister entschieden. Denn das ist der hier. Den weihen wir jetzt so zusammen ein. Den habe ich noch nie benutzt, wie ihr seht. Also der ist null Patina. Und deswegen freue ich mich jetzt. Ich habe mich für die Form entschieden, weil ich nämlich dachte, für uns zwei ist die perfekt. Hier habe ich genügend Platz, um hier die ganzen Tomatenhäfchen zu verteilen und die Lachsfilets. Und kann das Ganze einfach so in den Ofen schieben. Ihr könnt das Ganze aber auch genauso in der runden Stoneware machen. Diese Kuchenform, die hat ja einen Durchmesser von 26 cm. Da passen auf jeden Fall, denke ich, so 4 Filets drauf. Ja, 4 habe ich schon mal gemacht in der Form. Da verdoppelt ihr einfach nur die Menge von dem heutigen Rezept. Und wenn man noch mehr vorhat, kann man natürlich auch einfach die Ofenhexe benutzen, also die Auflaufform von Pampered Chef. Da habt ihr natürlich noch mehr Platz, um die Lachsfilets drauf zu verteilen. Und als erstes schneiden wir jetzt einfach die Tomaten in Hälften, geben die schon direkt in den runden Ofenmeister rein und würzen dann das Ganze mit allen unseren leckeren Kräutern, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Jetzt geben wir unsere Lachsfilets drauf und würzen den Lachs auch einfach nochmal mit Salz, Pfeffer und geben dann nochmal ein bisschen Thymian drüber. So, und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 Minuten.
Und so schnell, das ist ja schon echt ein bisschen peinlich, wie schnell das Video ging, aber so schnell haben wir eine leckere Beilage gezaubert. Und im Übrigen, was ich euch noch sagen wollte, man kann das Ganze auch auf dem kleinen Grillstein oder auf dem großen natürlich auch zubereiten. Da ist es in etwa so 15 Minuten, je nachdem wie heiß euer Grill ist. Und das schmeckt wirklich auch super, super lecker, weil dann die Tomaten da unten noch so ein bisschen mehr Bräune kriegen, weil das natürlich von unten ein bisschen mehr heizt. Also wir lieben dieses Rezept. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für euch und ihr probiert es mal aus. Das Rezept ist wie immer auf meinem Blog, den verlinke ich euch unten in der Infobox. Meinen Shop genauso, falls euch der Zaubermeister oder irgendwas anderes interessiert, schaut gerne vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!